Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to the War 2 mit Silokin. Ja, und wir kommen einfach nicht vorwärts. Der ganze Osten ist gegen uns. Aber das ist, wenn man Silokin ist, ist das eigentlich normal. Die ganzen Satrapien und so weiter, die wir haben, gehen früher oder später flöten. Wollen ihr eigenes Ding machen, kann ich auch verstehen. Persien, die uns die ganze Zeit unterstützt haben, wurden jetzt, glaube ich, auch vorletztes Mal vernichtet. Auch ein bisschen schade. Okay, wir werden aber auch immer noch von allen Seiten angegriffen, penetriert und deformiert. Stimmt halt auch, ja. Wir haben letztes Mal hier Edessa, Harta und Tarsus wieder zurückerobert. Das war ganz gut. Und genau, wie jedes Mal, ihr kennt es ja, wir spielen die Tier-Ding. Ja, wie jedes Mal. Warte mal. Ah. Okay, sorry, ich dachte nämlich, da wäre gerade einer reingekommen, deswegen war ich ein bisschen abgelenkt. So, wir spielen nämlich die Tier-Challenge, das heißt, wir dürfen nur Tiere bauen. Flotten dürfen so gebaut werden, das schon. Aber an sich, das sind noch meine, also die Infanteristen hier sind noch von meiner ersten Armee. Die behalte ich, solange sie noch gute Dienste leisten, und wenn sie sterben, dann ersetze ich sie auf jeden Fall durch Kavallerie oder Elefanten oder was weiß ich. Genau. Wir spielen auf sehr schwer natürlich, auf legendär. Könnte ich auch mal wieder was spielen, beziehungsweise Let's Plays habe ich mit legendär noch nie gespielt, weil das einfach ziemlich dumm ist oder ziemlich unpraktisch für ein Let's Play ist, einfach weil man nicht speichern kann. Man kann also es ist einfach sehr unpraktisch. Gut, also hier sind wieder das schaffen wir. Die Garnisonsarmee hat auf jeden Fall schon zweimal sehr große Armeen aufgehalten. Und ich ärgere mich echt, dass ich hier einen General der anderen Partei reingenommen habe und nicht einen von meiner Partei. Also ich dachte nämlich, dass wir hier schon ein bisschen Probleme bekommen könnten. Haben wir dann aber überhaupt nicht, weil wir haben hier drei Pikinier-Einheiten und das ist einfach nur overpowered. Also drei Pikinier-Einheiten in einer Garnison ist einfach nur krass. Elefanten hier. Die sind hier ein bisschen. Komm. Dann machen wir da mal so. Gut. So, jetzt ist er natürlich unpraktisch, dass seine Verstärkungsarmee wahrscheinlich hiervon kommt. Die kommen eigentlich zu 90% immer von. Oh. Ich darf sowas nie sagen, weil dann kommt nämlich sowas. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell der kommt. Der kommt schon relativ schnell. Okay, alles klar. Dann werde ich hier mal das umswitchen. Die gehen mal alle nach hier. Die gehen nach da. Die stellen sich so auf, die stellen sich dann so auf. Ah, und alles in Ordnung.
Gut. Dann gehe ich mal mit denen. Warte, ich gehe schon mal mit den Elefanten vor. Was zum Henker machen die? Das ist schon mal praktisch. Schnell. Mach die platt. Wieso sind die jetzt fast tot? Ein bisschen heftig. Also fast tot stimmt auch nicht. Die haben nur ein bisschen gewankt. Aber das ist jetzt in Ordnung. Die haben sich wieder einbekommen. So verwirrend finden, die Fernkämpfer so sich so verhalten, wie sie sich gerade verhalten. So, gut, dann gehe ich mal mit der Fernkampfeinheit hier hin. Weil die brauchen wir hier nicht mehr. Sehr schön. Unser General wird angegriffen! Okay, die müssen auf jeden Fall fliehen. Und ja, gut. Dann mache ich hier mal die platt. Und dann hoffe ich, dass der wieder hier komplett hier reingeht. Dann kann ich dasselbe Spiel nochmal in grün machen. Wollt ihr da nicht angreifen? Komm schon. Na also. So. Okay, der geht schon mal woanders hin. Der geht hier hin. Das ist jetzt mal was anderes. Dann switch ich mal hier. Ja, wobei, ne, macht er gar nicht, okay. Mache ich hier mal einen doppelten. Hier mache ich einen einfachen. Der Elefant geht mal hier hin. Und die werden dann auch gleich vorwärts gehen. Ja, wer ist jetzt schneller? Leider er. Zieht euch mal ein bisschen zurück. Wir machen mal die doppelte. Die doppelte, das klingt so bescheuert. Aber wir machen mal zweifach. Dadurch habe ich halt ein paar Einheiten verloren, das stimmt. Aber ich habe auch was gewonnen. Und zwar jetzt wird nicht die ganze Zeit eine dezimiert, sondern zwei. So, bitte mal schneller, Elefanten hier. Ihr geht mal ein bisschen weiter zurück. Ihr geht mal dahin. Wir gehen mal hier hin, Elefanten. Jetzt gerissen. Ich muss halt schaffen, die Fernkämpfer einzuholen. Beziehungsweise die beschieße ich jetzt mal. Beziehungsweise die fokussiere ich jetzt mal. Stammeskrieger haben halt schon einen sehr guten Durchschlag. So. Ja,
Aber an sich kann er hier eigentlich nicht mehr gewinnen. Ja, er kann hier nicht mehr gewinnen. Die kommen auch hier nicht mehr raus. Jetzt gehen wir hier vor. Einfach vorgehen. Einfach allen niederreiten. Und rein. Rein da. Genau. Rein da. Einfach mitten ins Getümmel. Sehr gut. Wendet sich zu unserem Gunsten. Ich fahr mal kurz vor. Fort. So, einfach alle vernichten. Okay, das passt schon. So. 1500 hat der General jetzt schon. Oh Mann, damn it. Wieso? Ach. Das ist ärgerlich. Oh. Aber ja. Also, wenn man keine Brandpfeile machen kann, die Boten, also ja, wenn man keine Brandpfeile hat, sind die Elefanten doch sehr, sehr krass. Muss man mal so sagen. So, der hat was bekommen. Das ist schon mal ganz nett. Ne, sie hat was bekommen. Verstärkungsrate. Geschossschaden für alle Landeinheiten. Bewegungsreichweite. Ja. Geheimaktion. Verwundung feindlicher Agenten. Und der kommt jetzt in Gewaltmarsch hier reingestopft. Dann gehe ich mal hier reingestopft. Ja, nee, Tempel brauche ich hier nicht. Hier brauche ich das da und nochmal das da. So, wir haben jetzt kaum Einkommen. Das ist natürlich mega enttäuschend. Auch sehr enttäuschend, dass Pontos wieder so groß geworden ist und Mazaka zurückerobern konnte. Da hatte ich eigentlich Hoffnung, dass das nicht so sein wird. Hügel, ja, der bekommt nichts, der bekommt leider auch nichts. Schon Level 2, Level 3. Tut mir leid, du bist zwar super gut, aber... Aber ja, ihr könntet halt abtrünnig werden. Wobei der jetzt eigentlich nicht. Also beziehungsweise die sind eigentlich relativ stabil. Okay.
So, das ist schon mal gut. Eine Ehe ist immer gut. Mindestens 20 Jahre alt. So, das kostet auch wieder was. Naja, okay. Aber Hauptsache, mein Stammbaum geht weiter hier. Der ist 74 Jahre alt, der Gute. Ja, eine Frau brauchst du jetzt eigentlich nicht eher erklären. So, ich... Ich halte jetzt mein ganzes restliche Geld aus, ne? Aber okay, dann brandschatze ich mal mehr. Und ja, bekomme halt so mein Geld. Uiuiui. Ui, der hat fast nur Bogenkavallerie. Uiuiui. Ja, kämpfen wir. Ich will ihn auf jeden Fall in die Stadt locken. Also werde ich können, werde ich schaffen. So, der hat sich natürlich sehr, sehr breit aufgestellt. Okay, ich stelle mich mal hier. So auf. Hier so. Ich überlege gerade, in welche Richtung ich die am besten schicken soll. Also welche von seiner Flanke soll ich... Das sind halt auch Berittene. Okay. Uiuiui, schreit doch nicht so. Gibt es etwas Lachhafteres als eine pathische Armee? Entschuldigung. Ist lustig. Alter, krass, der geht ja auch hier rein. Die Elefanten mal vorwärts.
bitte hier hin, ihr dahin. Mach die Klappe zu. Der checkt es nicht. Da rein bitte. Und die bleiben wieder stehen, lassen sich abschießen. So ist es so fein. Ja, das war's jetzt, ne? Eigentlich. Weiter pushen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Gut, dann war's das. Ja, verloren 240 und er 2000. Ja, der hat halt wieder sehr, sehr klug agiert, indem er einfach nur ja, alle in eine Gasse geführt hat. Aber das ist halt, ja, manchmal läuft es halt auch so gegen die KI. Wir sehen wenig Wert in weiterem Blutvergießen. Ihr habt mit Ehre gekämpft. Doch nun ist es an der Zeit, tiefe Wunden zu stillen. Okay, 1500 haben die angenommen. Ist ganz... Ja, das ist fair. Großzügigkeit zwischen Freunden ist eine... Ja, aber... Wir werden die Worte beiseite legen und unsere Bögen ziehen. Ja, schön. Zieht eure Bögen. Forschung abgeschlossen, Rang erhöht. Mysterien der Eloises. Hier mache ich diesen da, hier mache ich diesen da. Hier kann ich. Das ist sehr schön. Ja doch. Ich brauche jetzt mehr Money. Money. Okay. Es tut mir leid. Rekrutierungskosten für Agenten. Verstärkungsrate aller Armeen. Bewegungsreichweite. Kosten für Belagerung. Ja. Das ist mega uninteressant gerade. Gefechtsgeschwindigkeit aller Landeinheiten. Ah, hier ist es. Aber ich mache jetzt mal ein bisschen auf Nahrung und warte mal. Kultur, Steuersatz hier. Ja, schon wieder, ne? Das ist Plündern. Ja, ist auf jeden Fall was den Gegner sehr hilft und einen selber überhaupt nicht. Okay, also im Norden habe ich ja jetzt eher ein bisschen Ruhe. Dann kann ich mich auf den Süden konzentrieren. Quitri? Wieso hat Main mir jetzt Krieg erklärt? Das tue ich noch nicht so gut verstehen.
Frage ist, ob ich mit denen jetzt... Wohin soll ich mit denen hin? Also sollte ich ja jetzt mal Petra und... sollte ich mal Lavater ausschalten? Ich glaube, das ist mal eine Idee. Ich habe ja jetzt nicht geschaut, ob ich hier irgendein irgendeine Armee noch steckt, die dann mich im schönen Hinterhalt auflauen kann. Und wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Es geht immer so schnell. Oh mein Gott. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt oder mich mal live spielen wollt und währenddessen mit mir quatschen wollt oder einfach zuschauen wollt, dann könnt ihr montags und freitags einfach bei mir ab 5 Uhr auf meinen Twitch-Kanal kommen und da snacken wir ein bisschen, ne? Montags ist eher so der Strategietag, wobei wir auch sehr viel Assassin's Creed Odyssey jetzt spielen am Montag, aber sonst abends ist immer Strategie, sei es jetzt mit Rome to the War oder irgendwelchen anderen Begebenheiten. Genau. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.